Ja, liebe Claudia, ich wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen. Claudia ist heute mit dem Mobilgerät dabei, aber wir machen das natürlich dann auch, wenn das mal nicht so mit der Technik komplett gut klappt. Also es ist auf jeden Fall von der Verbindung alles in Ordnung und wir sind jetzt bei diesem ja Endparagraphen tatsächlich, also im letzten Paragraphen des Organon. Wir hatten uns letztes Mal beschäftigt halt mit der beim Paragraph 267 mit der Zubereitung der kräftigsten und haltbarsten Arzneien aus frisch zu erlangenden Kräutern. Und Genau. heute geht es dann um die letztendlich nicht frisch zu erlangenden Kräuter oder Richtig. Gewächse und so weiter. Und Hahnemann schreibt Also, jetzt. guten Morgen erstmal von mir. Ja, natürlich. Guten Morgen, Hallo. liebe Claudia. Genau. In 268 schreibt Hahnemann, die übrigen nicht frisch zu erlangenden ausländischen Gewächse, Rinden, Samen und Wurzeln wird der vernünftige Heilkünstler nie in Pulverform auf Treu und Glauben annehmen, sondern sich von ihrer Echtheit in ihrem rohen, ungepulverten Zustande vorher überzeugen, ehe er die mindeste arzneiliche Anwendung von ihnen macht. Na, also muss man sich einfach mal vorstellen, wenn du da einfach so ein Pulver kriegst, ich habe zum Beispiel so ein Bitterstoffpulver, ne, also aus verschiedenen Bitterkräutern, dann kannst du ja nicht sehen, was da drin ist. Ne? Genau, Und das kann man halt dann schlecht beurteilen. Das kann man ja, schlechter und beurteilen, als wenn man tatsächlich die getrockneten Kräuter noch sieht. Ja? Was weiß ich, also damals zu Hahnemanns Zeiten war das ja auch etwas, was zum Beispiel vom anderen Ende der Welt geschickt wurde. Das wäre natürlich auch einfacher in Pulverform zu schicken gewesen, ja, aber in die getrockneten Kräuter tatsächlich, damit man wirklich noch beurteilen konnte, wie qualitativ hochwertig sie sind, ist natürlich hilfreich. ja, und ich meine, da kann auch allerlei Betrug natürlich dabei Ja. ja vorkommen. Also es gibt zum Oh. Beispiel ja dieses schöne Beispiel von Angostura, was also eigentlich eine sehr, sehr teure Droge ist. Und höchstwahrscheinlich sind also Prüfungen von Angostura gar nicht mit Angostura gemacht worden, weil man erkennt zum Beispiel Nux vomica-Symptome ganz deutlich in den Prüfungen. Also das ist eben, wenn du das nicht genau sehen kannst, was das ist, dann können sie dir sonst was unterjubeln. Und Genau. klar, nur wenn die Gewinnspanne da größer ist, dann wird man dir was verkaufen, was halt im Kauf, also in der als Droge an sich günstiger ist. Ne? Und deshalb sagt er hier, das musst du sehen können, was es ist. Ja, Und er genau. sagt weiter zur Verwahrung, um sie als Pulver zu verwahren, bedarf man einer Vorsicht, die man bisher in Apotheken fast nicht kannte. Und daher Pulver von selbst gut getrockneten Tier- und Gewächssubstanzen in wohlverstopften Gläsern nicht unverdorben aufheben konnte. Die auch völlig trockenen, ganz rohen Gewächssubstanzen enthalten doch noch immer als unentbehrliche Bedingung des Zusammenhanges ihres Gewebes einen gewissen Anteil Feuchtigkeit, welcher zwar die ganze ungepulverte Droge nicht hindert, in einem so trockenen Zustand zu verharren, als zu ihrer Unverderblichkeit gehört, für den Zustand des feinen Pulvers aber bei weitem zu viel wird. Die im ganzen Zustande völlig trockene Tier- und Gewächssubstanz gibt daher, fein gepulvert, ein einigermaßen feuchtes Pulver, welches, ohne in baldige Verderbnis und Verschimmelung überzugehen, in verstopften Gläsern nicht aufgehoben werden kann. Und wenn es nicht vorher von dieser überflüssigen Feuchtigkeit befreit worden war. Dies geschieht am besten, wenn das Pulver auf einer flachen Blechschale mit hohem Rande, die in einem Kessel kochenden Wasser schwimmt, das heißt im Wasserbade, ausgebreitet und so weit mittels Umrührens getrocknet wird, dass alle kleinen Teile desselben nicht mehr klümperig zusammenhängen, sondern wie trockener, feiner Sand sich leicht voneinander entfernen und leicht verstieben. In diesem trockenen Zustande lassen sich die feinen Pulver auf immer unverderblich in wohlverstopften und versiegelten Gläsern aufbewahren, in ihrer ursprünglichen vollständigen Arzneikraft, ohne je mietig oder schimmelig zu werden. Am besten, wenn die Gläser vor dem Tageslichte in verdeckten Büchsen, Kasten, Schachteln
Schachteln verwahrt werden. In nicht luftdicht verschlossenen Gefäßen und nicht vom Zugange des Sonnen- und Tageslicht entfernt, verlieren alle Tier- und Gewächszustände, Substanzen mit der Zeit immer mehr und mehr an ihre Arzneikraft, selbst im Ganzen weit mehr, aber noch im Pulverzustande. Ja, no, hat er sich genau überlegt, wie das gemacht werden muss. No, wie man das also jetzt genau trocknen muss. Und ja, es ist natürlich wichtig, dass man überhaupt sehen kann, was man da bekommt. Deshalb also auch tatsächlich diese gut getrocknete Tier- und Gewächssubstanz. Aber die auch die Apotheker sagte, konnten das nicht richtig, das also so zu trocknen und so aufzubewahren, dass das nicht irgendwie doch vergammelt ist. Und deshalb will er das eigentlich in unsere Hände geben, dass wir das machen. Oder eben halt in die Hände desjenigen, der die Arzneien zubereitet. Naja, da sind wir ja wieder beim Apothekergesetz, ne? Ja. Ja, aber ich denke, das mit den Kräutern, also mit Kräutern, dass die verklumpen, dass noch Feuchtigkeit drin ist oder sowas. Wir kennen das in der Küche, ja, Küchenkräuter oder sowas, ja. Die kann man ja auch nur eine begrenzte Zeit tatsächlich nutzen, ja. Und das ist ja genau so ein Fall von, ist eigentlich schon pulverisiert. Ne? Und ich denke, da kennt es jeder von uns aus der Anschauung. Ganz genau. Ja, und da sind wir letztendlich hier auch schon mit diesem Artikel, mit diesem Paragraphen durch. Was meinst du, Claudia? Wollen wir jetzt hier noch einen anhängen? Weil auch wenn die so lang sind, aber trotzdem ist das doch vielleicht ganz gut, wenn wir jetzt hier schon mal zu dem nächsten gehen. Meinst genau. Du? Ja, ich glaube, die 269 ist sehr lang. Die ist sehr lang, ne? Ja, das ist alles sehr lang. Okay, dann sagen wir mal, das ist dann doch etwas, was wir nächstes Mal machen. Ich wünsche dir, liebe Claudia, und euch auch noch einen schönen Tag und bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss.